heute kommen wir zum individuelles Aufwärmen auf dem Platz. Wir beginnen mit Lauf-ABC und kommen dann zu Stabilisationstraining für Bauch- und Rumpfstabilität, was jeder Fußballer braucht. So, die ersten zwei Runden läuft man ganz normal an. Und dann fängt man an mit dem Hopserlauf, dann nimmt man schön seine Arme mit, damit alles locker wird, damit der ganze Körper erstmal in Bewegung kommt, damit die Muskeln aktiviert werden. Und dann gehen wir spezifischer in die Lauf-ABC rein. Jetzt, wo die Muskeln aktiviert sind, können wir aktiver ins Lauf-ABC rein. Wir beginnen mit den Anfersen, auch da immer zwei Runden. Nach den zwei Runden kommen die Oberschenkel hoch. Jeder kennt es als Knie hoch. Und auch da zwei Runden und dann geht's weiter. Jetzt folgen zwei Runden Seitwärtslauf, dann beenden wir das ganze Lauf-ABC mit seitlichen Überkreuzlauf. Wichtig bei beiden Übungen ist die korrekte Ausführung der Armbewegung. Lauf-ABC fertig. Jetzt folgen die Bauch- und Rumpfstabilität. Da zeige ich euch 4, 5 einfache Übungen. Wir fangen mit ganz normalen Sit-Ups an, um die Bauchmuskeln zu trainieren. Direkt danach folgt Stabilisationstraining. Sit-Ups haben wir die Bauchmuskeln trainiert. Wichtig ist jetzt, dass man auch die Gegenseite trainiert mit einer speziellen Übung. Die zeige ich euch jetzt. Wir legen uns auf den Bauch, spreizen unsere Beine, heben die hoch. Die Arme winkeln wir 90 Grad. Und jetzt kommen die Beine, jetzt ziehen wir die Beine nach vorne. Einfach auf unseren Arsch zu. So trainieren wir die Rückenmuskulatur und unseren Arsch. Das Ganze mit dem Stabilisationstraining. Jetzt stabilisieren wir die Seite mit einer ganz einfachen Übung, die jeder Sportler kennt. So, wir stürzen uns auf unser Ellbogen ab und heben unser Bein an. Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergiss nicht zu abonnieren und schreibt in die Kommentare, was ihr noch sehen wollt, was ihr für Vorschläge habt. Und vergiss mich nicht, in Instagram zu folgen.